Aufseufzer eines sächsischen Ehemannes. Jedes Jahr um Ostern rum sterzt mein Weib der Wirtschaft um. Klöppt und berstet alles aus, kommt nicht aus dem Putzen raus. Die Gardinen werden losgeruppt und die Wände abgeschrubbt. Frisch gebonert wird's Baguette, auflackiert es Bücherbrett. In der Küche neue Spitzen, alle Deppe strahlen und blitzen. Ja, sogar das Ofenrohr nimmt sie mit Lappen vor. Traurig sitz ich in der Kneipe. Häme ist jetzt keine Bleibe. Denn man ist bei dem Gesäche überall der Frau im Wege. Burkhard, Mensch, hast du mal einen Öffner für das Bier? Mach doch mal ein bisschen mit, sag mal.